Alter, das ist aber schon noch mal eine Schippe anders jetzt hier wie. Herzlich willkommen, Freunde, zurück bei Bears Gaming. Ich bin immer noch der Max und wir spielen den Nachfolger von Hotline Miami, nämlich Hotline Miami 2. Wrong Number. Ja. Ich habe es jetzt gar nicht ausprobiert, ich habe nur den Sound eingestellt. Das Continue kommt daher, da das direkt losgeht, werdet ihr gleich sehen, wenn ihr das Spiel startet. Und wir fangen einfach direkt an und machen da gar nicht lang rum. Deswegen sind wir mal gespannt, was auf uns zukommt. First Act, Exposition. 23.47 Uhr. Mann, die Party hier kannst du voll vergessen, die Leute sind alle für den Arsch. Wer hat die ganzen Deppen bloß eingeladen? Oh, ein Schwan. Mein lieber Schwan. Was meint ihr, Leute? Schlagen wir heute Nacht zu? Oh, ein Bär. Hoffentlich kann man einen Bär spielen. Als Maske. Hat im letzten, glaube ich, gefehlt. Wüsste nicht, warum. Nicht. Hab ohnehin die Schnauze voll. Lassen wir es krachen. Die Waffen sind schon im Auto, oder? Wir ziehen also echt durch. Ja, los. Ziehen wir es durch. Ah, das bin wohl ich. Oh, ich muss meine Maus-Sense ein bisschen runterstellen. Das. Was muss ich tun? Und warum höre ich nichts? Hallo? Was bin ich? Wer bin ich? Was kann, ach so. Nach da muss ich. Trotzdem außenrum. Ich muss ins Auto. Nicht in das Auto. In das. Na. Das Auto. First scene. Down under. Gehen wir jetzt direkt nach. Aha. Mit Corey. Roll Dodge. Okay, kann ich wohl ausweichen. Kann gar nicht mehr auswählen. Gibt's keine Musik? Doch, es gibt Musik. Die ist verfickt leise, kann das sein? Ah, okay, sie ist doch sehr leise. So, machen wir es doch mal so. So müsste man es doch eigentlich hören, denke ich. Ah ja, okay. Wir legen also quasi auch hier direkt los. Ja, okay, das geht gleich mal direkt ein bisschen kniffliger los, wie... Hier könnte man doch... Ah ja, das geht noch wie im Alten. Wenn ich den natürlich jetzt abzwacken kann hier. Hm. Mist. Ja. Direkt ein guter Start für so ein Let's Play. Direkt so eine Failerei. Nein! Wenn ich den hier rauslocke. Oh, ist doch nicht wahr. Hallo. Oh nein. Geh doch raus! Man kann nicht mehr raus, wenn man drin war. Ist das richtig? Oder ich. War einfach nur zu blöde. Stirb doch. Du Luder. Wow, Double Kill. Man kann tatsächlich nicht mehr raus. Ich kann jetzt auch diese Knarre nicht aufheben. Wo habe ich das Messer jetzt hingeworfen? Oh, echt jetzt? Jetzt da hoch. Gib Gewehr. Oh. Okay, er hält die Knarre jetzt auf jeden Fall seitlich wie ein Gangster. Es tut. So. Was hat der da in der Hand? Butterflies. Mhm. Oh! Brain AFK. Absolut Brain AFK.
absolut Brain AFK gewesen. Irgendjemand hatte doch eine Knarre. Ja, hier kann ich die immer noch. Ja, kann ich locken. Sehr schön. Oh, schade, die waren da gerade so schön ineinander reingebackt. Den ersten gegen die Tür gesetzt. So, wer hatte noch eine Knarre? Hier oben. Er hatte noch eine Knarre. Treppe runter. Ah, das geht immer noch. Sachen werfen. Oh. Ich glaube, dass ich, wenn ich den leise töte, das ist gar nicht so dramatisch. Oh! Himmel, hilf! Okay. Tülü. Immer dieses Getrade. Oh, jetzt hat er eine Uzi gehabt. Du noch. Nee, du zuerst. Gib, nimm Schuh die Hupe da, die Hupe. Die, oh, den habe ich aus Versehen getroffen. Immer das gleiche mit diesen Shotgun-Typen. Gibt's doch nicht. Ich glaube, boah. Ich glaube, die haben mir echt nochmal eine Schippe draufgelegt im Vergleich zum... zum anderen Teil. Okay, dann du zuerst. Okay. Boah, drei Typen mit Shotgun. Ah, wo ziehst du denn hin? Oh Mann. Ich verraff das immer, dass wenn die gelockt sind und man das entlockt im Prinzip. Oh. Ich habe einfach mal direkt nicht geguckt, ob ich überhaupt Munition habe. Okay, da sind zwei, da sind drei. Ey! Okay. Der roch ganz schön viel hier. Und erschlagen lassen. Okay, nice. Es lief besser, als ich erwartet hatte. Oh. Okay, jetzt könnte es was werden. Das wäre jetzt fast schon wieder so ein scheiß Trade geworden. Go to car. Okay. Okay. Was ich jetzt noch nicht ganz verstehe, die Story. Bin ich jetzt ehrlich gesagt... Ja, wir waren halt in der Bar, aber... Grade B. Mhm. 6 Minuten. Na denn. Mask unlocked. Oh, Tony. Das sieht ein bisschen schlecht aus. Alter, was ist das denn? Ist das der Bär? Gruseliges Halloween, Sir. Sie haben 3 Pizzen bestellt, richtig? Das macht dann 14,50. Ihre Pizzen liegen auf dem Tresen links. Lassen Sie sich schmecken und Ihre Pizza heute Nacht nicht von Geistern klauen. Auf Wiedersehen. Alter, der eine Fresse. Mhm. Wir kriegen also nichts mehr umsonst. Wobei ich auch noch nicht ganz dahinter gestiegen bin, was jetzt wie wo mit den Protagonisten und so. Okay, werden sehen.
Aha, vielleicht kommt es jetzt. Ups. Wo sind wir? Wir sind in einem Diner. Sie gehen schon. Recht glücklich sehen Sie nicht aus. Alles okay? Nur ein stressiger Tag. Sie glauben gar nicht, was ich heute erlebt habe. Ich sollte wohl einfach nach Hause gehen und nicht mal ausschlafen. Alles klar. Na dann, gute Nacht. Danke. Gute Nacht. Das ist ja, sind ja schwierige Missionen hier. Reden und. Ah, Second Scene. Homicide. Northeast 8th Avenue. Aha, okay, es geht wieder direkt weiter. Super Fun. Das soll ein Nintendo sein. Servus. Boah, mies. Achso, ich muss nochmal drauf. Nochmal draufhauen. Oh ne, die sind ja zu zweit. Oh oh. Okay, wieso sollte er auch nicht über ein Regal mit Nerf Guns drüber schießen? Oh, ach du grüne Neune. Alter, das ist aber schon nochmal eine Schippe anders jetzt hier wie. Steht, uff. Aber das. Ah! Alter, er steht neben mir. Er steht einfach neben mir. Das ist doch scheiße. Ich mach das so. Das funktioniert. Yeah. Combo Beginner. So, jetzt muss ich mich hier kurz ein bisschen umsehen, dass ich hier nicht irgendjemand mit einem Schießeisen in die Arme renne. So, wer noch? Du und du. Du hast auch noch was zu knattern, ne? Was ist das denn hier für ein Laden eigentlich? Was ist denn hier der Kunde? Floor cleared. So, ich habe noch 17 Schuss. Ich glaube, den behalte ich mal, den Knittel. Wow, aber allerletzte Rippe. Wow, mies. Dass man jetzt diese Fin. Oh, jetzt habe ich was im Auge. Was habe ich denn jetzt im Auge? Dass man diese Finisher jetzt auch mit. Okay. Dass man diese Finisher jetzt auch mit den Knarren machen kann. Sehr nice. Oh, ist das denn eine Kette? Mal lieber eine Knarre nehmen. Und zurück zum Auto. Okay, wir wissen jetzt aber immer noch nicht. Oh, da kann man sogar drehen. Hui. Oh, Liebe zum Detail. Ja, fuck yourself vielleicht, hä? Huh? Mich irgendwie anders zum Auto? Nee. Geh ich mal unbewaffnet raus. Bestimmt sterbe ich jetzt? Nein. Okay. Weg mit der Waffe und runter auf den Boden sofort. Die Knarre doch gerade weggelegt. Nicht schießen, ich bin Detective. Hier ist meine Marke. Entschuldigen, Sir, Waffe runter, Jungs. Was ist da drin los? Wir haben Schüsse gehört. Ja, seht euch das mal an. Ist ein Blutbad. Mann, manchmal hasse ich diese Stadt. Okay. Ist er vielleicht ein bisschen korrupter Bulle? Wissen wir nicht. Sehen wir in der nächsten Folge. Hoffentlich. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.